Ich liebe Schwarz und Weiß. Und jede Farbe. Und heute einfach mal Schwarz und Weiß als Mützen. Du kannst sie als Eisbärmütze arbeiten, muss aber nicht sein. Die Bommeln sind einfach nur reingeknotet. Du kannst auch eine einfache nur draufsetzen. Gar kein Problem. Die werden eingeknotet. Gibt es ein extra Tutorial drüber oder du kannst sie auch bei mir kaufen. In Felloptik. Aus Wolle aber. Und die sehen wirklich stylisch aus. Passen super und man kann das Ganze immer wieder wandeln, was mir wichtig ist. Und heute stricken wir noch die passenden Mützen dazu. Und die gehen von ganz klein bis ganz groß, so wie du das möchtest. Du brauchst eine schöne dicke Wolle für eine Nadel. 5 bis 6, schau dir mal auf die Banderole. Ganz wichtig, die Wolle mal an die Wange halten, wenn du sie kaufst, als hin und her streichen und wenn die dann kuschelig ist, kaufen und wenn sie nur ein klein bisschen kratzt, gleich da lassen. 50 bis 100 Gramm brauchst du. Ein Kleinkind 50 bis 60 Gramm und größer bis zu 100. Nimm genug mit, weil wir können dann auch eine Mustermütze noch machen von den Resten, wie zum Beispiel hier. Lässt sich immer toll verarbeiten, was übrig bleibt. Und dann gibt es ein tolles Muster, Schritt für Schritt erklärt, in Bild und Video und Schrift. Und dann klappt das auch. Auch mit der richtigen Größe, weil wir die Maschenzahl erst zusammen ermitteln. So, und jetzt da legen wir los, genug geredet. Auf, los geht's. Noch mehr passende Sachen dazu findest du in meinem Kanal. Am einfachsten, wenn du auf die Startseite gehst, kreativ-reich, die Kekaplauderei. Da ist oben wirklich eine kleine Leiste und da steht Playlist. Die klickt man an. Und da habe ich die ganzen Sachen geordnet. Mützen, Loops, Stricken für den Winter, für den Sommer, Heimdeko, die Edelrostsachen, die Blumenwerkstatt, einen ganzen Ordner mit Wichtel. Zum Häkeln, zum Stricken, zum Basteln aus Socken, Edelrostsachen, wie gesagt, Weihnachtswerkstatt, Osterwerkstatt, die Blumenwerkstatt für den Sommer und den Herbst und den Frühling und Rezepte und Basteln führend mit Kindern und. Das ist so umfangreich, das kann ich gar nicht alles erzählen, was ich mache. Schau doch mal rein und dann findest du auch alles geordnet, vor allen Dingen auch noch wirklich die Mützen alle mal zusammen und dann hast du es einfacher und die passenden Schals und Pullis und Mittelalter-Sachen. Einfach mal reinschauen. So, und jetzt aber wirklich angefangen. So, und dann hoffe ich wirklich sehr, es hat gefallen. Du konntest das gut umsetzen mit meinen Ideen, mit dem Bommeln hin oder Bommeln weg, wie man das gerade möchte, in Felloptik, mit den Mustern, mit der Größe. Und dann genieß deine Zeit. Wie gesagt, viel mehr findet man von mir am einfachsten über die Playlists. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal. Eure, deine Kerstin. So, und jetzt zum Stricken und zuallererst, wie bekommen wir die richtige Maschenzahl? Ganz einfach. Dann haben wir da die Eisbärenmütze, hier mit einer braunen, da hell und hier auch die Brummelmützen. Und nochmal eine Anmerkung zu der ganzen Wolle oder so. Manchmal werde ich ja gefragt, wo ich das kaufe oder wo ich es her habe. Das erwähne ich dann schon. Aber ich mache keine Werbung. Die ganze Wolle, die ich so habe, kaufe ich selber. Und auf Nachfrage zeige ich das dann schon und manchmal jetzt auch schon im Video, weil es für euch wichtig ist. Aber wie gesagt, ich kaufe alles selber.
Ich mache es jetzt mal ganz simpel. Wenn du ein Maßband zu Hause hast, nimm ein Maßband. Hast du kein Maßband, einfach einen dicken Faden genommen. So, dann wird gemessen, wo die Mütze sitzt. Und dann haben wir schon mal den Umfang. Genauso geht das auch, wenn du zum Beispiel den Umfang machen möchtest von einem Bein für einen Socken. Aber du musst kontrollieren, dann muss auch um die Ferse rum hoch zum Anfang des Beines gemessen werden. Also wenn das der Fuß ist, dann muss hier so nochmal gemessen werden, dass es übereinstimmt, weil das die breiteste und umfangreichste Stelle ist für Socken. Und dann kann man da auch schon rausfinden, wie viel Maschen brauche ich. Ich habe hier so, was brauchen wir denn für die Mütze? Wir brauchen eine Hilfsnadel, um die Maschen zu fangen. Eine Rundstricknadel, am besten für eine Wollstärke 4, 5 oder 6. Eine Schere, später eine Nähnadel und dann deine Wolle, die dir am besten gefällt. Ich habe hier halt Altrosa, so ein bisschen meliert mit einer reinen Weißwolle. Grundsätzlich sage ich immer so, wir brauchen 100 Gramm, 75 oder 50 bei den Kleinen. Und ich habe hier halt das Woolcake, Strickgarn 200 Gramm, 350 Meter. Und dann verwende ich als erstes die Rosa. Das andere kommt dann noch. Du kannst aber auch eine reine Wolle so suchen. Das muss ja nicht das sein. Und dann gibt es die Strickschrift. Und du musst anpassen, nach deiner Größe. Von ganz klein als Baby, dann bitte nur in 2 cm bunt machen und nicht zum Doppelknicken, sondern gleich ins Muster einsteigen. Bei etwas größeren Kindern in bunt von 3, 4 cm machen mit der Knickreihe und dann weiterarbeiten wie gezeigt. Die Maschen am besten so ermitteln, du schlägst 20 Maschen an, strickst 4, 5 rein, kettest ab. Und dann nimmst du einen Faden oder ein Maßband und das legst du um den Kopf herum, also Nacken, Ohren, Stirn, so wie die Mütze sitzen soll. Guckst, wie viele Zentimeter es sind am Maßband oder dann den Faden genommen und darauf legst du die 20 Maschen und legst sie so oft entlang, bis es passt. Und dann weißt du genau, wie viele Maschen du brauchst und das ist die einfachste Art. Ich habe hier 70 Maschen, das ist für Kinder ab 6, 7 bis Erwachsenengröße, weil es sehr flexibel ist. Für Männer brauchst du auf jeden Fall noch mal 10 Maschen mehr. Ich zeige es jetzt erstmal hier mit den 70 Maschen und wir müssen immer bei einer geraden Zahl bleiben, sonst funktioniert das Muster nicht. Jetzt meinen Faden. Erstmal den Umfang, ne? Und dann, ganz wichtig, musst du zuallererst mit einer Hilfsnadel, die etwas kleiner ist als dein Strickstock, Maschen fangen. Du musst die gleiche Wolle nehmen, aus der die Mütze, die Socken sein sollen, klar, und die passende Nadel. Und dann steht immer auf der Banderole drauf, wie groß die Nadel sein muss für Häkeln oder Stricken. Ich empfehle bei Mützen immer so eine halbe Nummer kleiner, dann wird die einfach wärmer. So, und dann nimmt man die Wolle und fängt sich so 20, 30 Maschen. Du nimmst dann die passende Nadel, die etwas kleinere Hilfsnadel, dann etwa 20 Maschen gefangen. Du kannst auch, wenn es was Größeres ist, gerne 30 oder 40 Maschen fangen. Ich fange meine Maschen rechts, links, weil es ist einfach stabiler, sieht ordentlicher aus, es hält besser. Ich habe gleich so einen Zierrand. Ja,
Man sieht es, ne? Wie so kleine Pärchen. Gibt es ein extra Video dazu. Ich kann es vielleicht auch noch mal hinten dranhängen ins Video. Mal gucken, wie lang das wird. Oft heißt es halt, ich mache einfach die Videos zu lange. Aber warum soll ich kurz machen? Ich mache es ausführlich, dass es auch jeder versteht. Sonst brauche ich ja gar nicht anfangen, wenn ich es nur ein bisschen anreiße. Und dann müsst ihr sehen, wie ihr zurechtkommt. So, 20 Maschen ungefähr gefangen. Hilfsnadel raus. Und jetzt einfach mal 3-4 Reihen gestrickt. Ist egal, in welche Maschen das sind. Für den Bund brauchen wir rechts-linke Maschen. Entweder zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links oder eine rechts, eine links. Das ist jetzt egal. Hierbei empfiehlt sich, damit wir nur die reine Länge mal kriegen, weil das bleibt ja gleich, vielleicht einfach nur rechte Maschen zu stricken. Weil es geht jetzt wirklich um die reine Länge. Das Elastische, damit es am Kopf besser sitzt, das kriegen wir ja dann, wenn wir den Bund stricken und die Maschenzahl ermitteln. So wie ich das jetzt mache, geht ja für alles. Schalmützen, Pullis, Strickjacken, Decken, alles in jeder Größe, vom Baby bis zum Erwachsenen. Wir brauchen nur einfach mal ein Muster und das kann man sich ja auch immer an die Wolle dann dran pimpen. Und wenn man das nächste Mal wieder strickt, auch für jemand anderes, nimmt man das Maß mit einem Maßband oder mit einem einfach ein Paketband oder so und misst dann mit dem Muster neu aus. Dasselbe wird beim Häkeln gemacht. Luftmaschen fangen 20 Stück, 2-3 Reihen gehäkelt und schon hat man das Gleiche. So, jetzt ketten wir auch gleich wieder ab. Jetzt wird das viel zu lang. Wir stricken die hintere, dann noch eine, ziehen die hintere lockere über die vordere. Die nächste gestrickt, die hintere über die vordere. Und das mache ich jetzt erstmal. Dann habe ich das Muster und dann können wir dann genau sehen, wie viele Maschen wir brauchen. So, Muster ist fertig. Den Faden haben wir auch. Einfach hinlegen. Entweder hin und her bewegen, also einmal 20, zweimal 40, 3 mal 60 und so weiter. Ne? Und ein bisschen ziehen dabei, das ist ganz wichtig, es soll ja richtig passen und dann muss das Ganze auch gezogen werden. Und so ermittelt man die richtige Länge. Richtig aber ziehen, gerade bei Mützen. Wenn man jetzt dafür Pullis macht, die sollen locker hängen, dann zieht man nicht, dann lässt man es locker hängen. Aber bei Mützen muss man ziehen. Und das ist das Einfachste, wie man die Maschen ermittelt. So, der perfekte Bund für eine Strickmütze, die richtig gut hält, mit einem kleinen Trick, damit sich das toll umknickt und doppelt, damit es schön warm hält und dass es passt. Egal welche, die sitzen bombig in jeder Größe. So, ich habe jetzt meine Wolle und die passende Stricknadel und bei mir brauche ich 70 Maschen. Du musst herausfinden, wie viele Maschen du brauchst, du musst es angleichen und dazu, wie gesagt, einfach ein Band oder ein Maßband um den Kopf herum gelegt, abgeschnitten, dann ein Muster gestrickt. Mit 20 Maschen 2-3 Reihen drüber hin und das dann am Kopf entlang, wie wir es gemessen haben. Mit Maßband geht es auch, aber mit dem Faden noch besser. Und dann aufgelegt und gut gezogen, weil es sollte ja wirklich flexibel sitzen. Und so kann man sich dann ausrechnen, wie viele Maschen man braucht. Wie gesagt, ich brauche 70, Kind meistens so um die 50 und dann fange ich die an. Männer habe ich auch schon Mützen gehabt mit 90. Ich habe eine Nadel 5. Die passt hier bombig. Und bei mir ist es so, ich fange meine Maschen rechts, links. Sieht viel, viel besser aus. Hält besser, ist flexibler und hat so wie so ein Pärchenrand. Dazu gibt es ein extra Video, um das zu lernen. Und dann brauche ich hier 70 Maschen. Und dann stricke ich zwei rechts, zwei links im Wechsel.
auch 5 bis 7 cm. Bei Kindern würde ich nur so 3, 4 machen. Bei Babys würde ich nur einen einfachen Bund machen von so 3 cm, aber nicht geknickt und dann gleich ins Muster gehen. Aber der perfekte Bund, so wie ich ihn mache, das ist ja meine Idee, ist mit dem Knick und doppelt. Bei Beanies mache ich das manchmal nicht, aber bei den richtigen Mützen, die warm halten sollen, weil das ja schon wie ein Stirnband ist. Das kann man auch als Stirnband dann arbeiten. Und dann sieht man mal, wie toll das ein Bund gibt, nur mit dem Pärchen. So, die Maschen sind gefangen. Jetzt kommt die Hilfsnadel raus und dann ist es gleich viel lockerer und engt nicht so ein und lässt sich auch wesentlich besser stricken. So, du kannst jetzt entscheiden, für den Bund eine rechts, eine links im Wechsel oder immer zwei. Kommt drauf ein. Eine im Wechsel sieht ein bisschen feiner aus, zwei im Wechsel sind ein bisschen uriger, sportlicher, würde ich mal sagen. Und dann stricken wir durch. Und bitte beachten, wenn das vorne rechte Maschen sind, sind es auf der Rückseite linke und linke Maschen sind auf der Rückseite rechte Maschen. Wenn du nämlich dabei bleibst, so zu stricken, immer abwechselnd, auch dann, wenn du drehst, dann hast du ein Perlmuster. Und ganz, 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 ganz wichtig, die letzte Masche wird grundsätzlich abgehoben. Die wird nicht gestrickt, sonst wird es viel zu weit. Es wälzt sich, es ist total unstabil. Und wenn man zum Beispiel anstricken möchte, würde es gar nicht funktionieren. Beim Anstricken ist es nämlich meistens dann so, in die Öse, die wir abgehoben haben, kommt gerade mal eine Masche, obwohl es dann zwei rein wären. Ich mache wirklich immer dann nur, also zwei rechts, zwei links oder eine rechts, eine links. Und dann zeige ich natürlich noch, wie man die letzte abhebt. Ganz wichtig bei Schals, Strickjacken, Pullis, Mützen sowieso, bei Decken, Home Deko, Kissen und. Total unförmig dann, viel zu weit. Und sieht auch schrecklich dann aus. Also bei einer Strickjacke oder Mantel, bei einem Kleid oder so irgendwie was. Das wäre wie ein Sack. Eine Ecke würde immer runterhängen, weil die viel zu lang wäre. Und das ist dann das Offene. Auch beim Zunehmen für einen Pulli auf der Seite würde es auch nicht funktionieren. Oder die Arme. Wenn man die letzte Masche stricken würde, das wäre so weit, das könnte man sich gar nicht vorstellen. Und mit der Zeit hängt sich das immer noch mehr aus. Deswegen letzte Masche abheben. So, gleich genug geredet. Die Maschen sind gleich abgestrickt. Und dann musst du nur noch entscheiden, wie hoch dein Bund werden soll. Ich mache ihn zwischen 5 und 7 cm jetzt, weil es viel mehr größeres ist. So, die letzte Masche. Da ist er. Faden einfach nach vorne abheben und dann dreht sich der Faden dann wieder nach vorne. So, zum Schluss hatte ich jetzt zwei linke, auf der vorderen Seite sind das zwei rechte. So, und dann wird wieder gestrickt. Immer nur hinten abnehmen, vorne wird es gestrickt und dann in der Höhe, die du magst, bei mir sind es wie gesagt 5 bis 7 cm. So, der Bund hat jetzt die Höhe erreicht. Wir sind auf der Rückseite und jetzt kommt der Trick dabei, damit sich das wirklich ganz toll knickt. Wir machen eine Reihe rechte Maschen, aber nur eine einzige Reihe, sonst funktioniert es nicht. Wärst du jetzt auf der Vorderseite, dann müsstest du linke Maschen stricken. Ich mache es immer hinten eigentlich, weil rechte Maschen lassen sich schneller stricken. Also eine einzige Reihe brauchen wir dafür und die letzte muss wieder abgehoben werden. So, die Reihe mit den rechten Maschen ist gestrickt. Sieht man dann vorne, das sind dann die linke, die kleinen Wellen hier. Und jetzt muss man die gleiche Höhe nochmal stricken, wie der Bund sowieso schon ist, auch in diesem Muster, das du gewählt hast.
bei mir halt die zwei rechts, zwei links. Gleiche Höhe und dann wird das Muster angesetzt oder du arbeitest zum Beispiel auch als Stirnband. So, und das sieht man dann hier. Dann knickt sich das automatisch und man hat den doppelten Bund. So, jetzt will ich auch noch mal das Neueste zeigen, was ich mir habe einfallen lassen. Und zwar ist das als Bund ein Zopf und auch doppelt gearbeitet. Hinten flexibel, vorne der Zopf. Und dann ein schönes Muster. Findest du denn? So, ich habe jetzt den Bund fertig mit der einen wichtigen Reihe und dann sieht man, da knickt sich ganz, ganz toll und hat mir dann einen doppelten Bund und der hält super warm. Ich wechsle jetzt auf die zweite Wolle. Es ist egal, ob ihr auf der Vorder- oder Rückseite seid bei dem Muster. Ich habe hier eine weiß, die knote ich einfach erstmal an und ziehe es runter. Und dann zeige ich noch mal die anderen Farben von dem Woolcake. Guck mal, hier habe ich das dunklere Rot und das dunklere Braun. Und jetzt habe ich hier noch mal den Bund von gemacht. Und die zeige ich natürlich auch. So, weiter geht's. Wir haben jetzt das Muster. Wir müssen jetzt gucken, du musst gucken, die ersten beiden Maschen, die du hattest. Wir machen nämlich jetzt ganz kleine Kästchen. Hattest du als erstes rechts, fängst du jetzt mit links an. Zwei links, zwei rechts. Zwei links, zwei rechts. Immer entgegengesetzt dem Bund, den du gestrickt hast. Und das machen wir aber nur drei Reihen lang. Drei Reihen, zwei links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts. Bis die Reihe am Ende ist, die letzte abgehoben. Drei Reihen lang. Dann machen wir wieder entgegengesetzt. Dann fangen wir wieder mit rechts an. Zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. Immer drei Reihen lang. Und das gibt ganz tolle Kästchen. So, nochmal ein Tipp von mir. Das Muster funktioniert auch, wenn du immer nur zwei Reihen machst. Zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. Dann funktioniert das auch. Dann kommst du nicht so durcheinander. Das liegt dann bei dir und es kommt auch darauf an, wie dick deine Wolle ist. Wenn die etwas dicker ist, kann man das auch mit immer zwei Reihen machen, also hinher. So. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Kästchen mit der Rosa dazwischen machen, so Streifen. Auch wieder angebunden. Dann hält es am besten. So, ich muss immer gucken, dass ihr gut im Bild seid. Dann mache ich immer die Hand durchs Stativ und dann verdrehe ich das so ein bisschen, nur damit es richtig klappt. So, und jetzt wechsle ich wieder. Meine waren zuletzt linke, jetzt kommen rechte. Und das ist so ein richtig feines, kleines Muster, wie so ein Waffelpiqué. Und meine Mama sagt, in den 50er Jahren ist das ganz viel gestrickt worden. Für alles Mögliche, ob jetzt da Babymützen, die sehen so süß aus mit dem Muster, das geht so einfach. Könnt ihr hier auch machen, müsst ihr nur die Maschen
anpassen, wie ich das gezeigt habe, und den Bund nur so 2 cm breit machen. Und der muss auch nicht unbedingt dann doppelt sein. Kommt darauf an, wie groß oder klein das Kind, das Baby ist oder das Kleinkind. Und dann kann man auch nur einen einzigen Bund machen von 2 cm. Dann lässt man die mittlere Reihe weg zum Knicken. Und macht dann gleich dieses Wabbelpiquet-Muster. Total goldig. Und auch angenehm zum Tragen. Und nochmal der Tipp, wenn ihr Wolle kauft, nehmt die Wolle, das Knäuel und reibt sie euch mal vorsichtig über die Wange. Dann merkt ihr gleich, kratzt es oder kratzt es nicht. Und bei kleinen Kindern und Babys auf jeden Fall Babywolle genommen. Sonst sind Fusseln dran. Und es kann sein, dass sie dann in die Nase eingesogen werden beim Atmen. Oder das abgelutscht wird. Oder die Händchen. Die machen gerne Händchen voll Speichel und fahren sich dann überall hin, wo dann Kleidungsstücke sind. Und dann lutschen die wieder an. Aber das darf nicht sein. Also nehmt Babywolle bei Kleinkindern und Babys. Und wirklich probiert es aus. Es darf auf gar keinen Fall kratzen. Und dann mache ich jetzt erstmal einen Streifen Rosa rein. Dann wieder 3 kleine Kästchen weiß und nochmal ein Streifen und dann sieht das ganz goldig aus. Wie gesagt, das ist so ein Muster aus den 50ern. Ich hoffe, man sieht's. Guck mal, wie goldig das aussieht. Babyjäckchen passen da auch ganz toll, aber auch Westen oder auch wieder mal ein Polunder und ein Schal oder ein Tuch auch ganz toll. So, wie geht es jetzt weiter? Bei mir sind es jetzt 21 Kästchen, die ich hochgestrickt habe. 3 Streifen dazwischen. Ein Streifen ist immer ein Kästchen. Und dann wird jetzt langsam reduziert, auf jeden Fall bei mir. Du musst unbedingt die Passform kontrollieren, für wen die Mütze sein soll oder für dich selber anprobieren. Das heißt, den Bund zusammenklappen, dann den Bund über Stirn, Ohren und im Nacken. Und dann hältst du das mal oben zusammen. Mit der Rundstricknadel kann man es auch noch ein bisschen zusammenziehen. Und wenn dann der Oberkopf komplett geschlossen ist, dann erst nimmst du ab, wie ich das jetzt zeige. Wir brauchen 3 Reihen nur zum Abnehmen und bleiben im Muster. Ganz wichtig. So, ich habe jetzt das Kästchen fertig, macht es auch einfacher. Und dann stricken wir im Muster immer 2 Maschen zusammen. Auch die letzte wird hier zusammen gestrickt und nicht nur abgehoben. Immer 2 Maschen im Muster zusammen. Und das machen wir 3 Reihen lang. So, wir haben jetzt 3 Reihen lang immer 2 Stück zusammengestrickt und dann haben wir so einen ganz, ganz tollen Oberkopf. So, jetzt den Faden wirklich großzügig abschneiden, so 50 cm bestimmt, weil wir brauchen den noch zum Zusammennähen. Es empfiehlt sich dann immer, die Farbe auch zu nehmen zum Zusammennehmen, wie die Mütze ist, wenn sie hier zweifarbig ist. Ich nähe sie oben hier in Weiß zusammen, weil ich mehr Weiß habe, aber unten hier nehme ich auf jeden Fall einen Rest Rosa. So, ich habe jetzt auf eine Sticknadel aufgefädelt, egal. Und dann hebe ich die Maschen einfach nur auf den Faden drauf. Weil wir wollen wirklich einen tollen Oberkopf kriegen. Jetzt so ein Spitzen, keine Zipfelmütze. Ich habe auch schon süße Zipfelmützen gemacht. Ganz tolle. Die sehen auch toll aus, aber hier soll es ein schöner runder Kopf sein. Weil die Mütze kann so getragen werden oder dann halt mit einer ganz tollen Fellbommel, die ich dann auch noch zeige im Anschluss.
So, wir drehen die Mütze auf links. Ziehen das schön zusammen, aber nicht so fest, ne, dass der Faden reißt. Und dann müssen wir es erstmal ein bisschen vernähen. Sicher ist ein bisschen viel Faden, aber dann haben wir den auch gleich zum Zusammennähen. So, und dann müssen wir auch nach oben mal ein bisschen das, was wir zusammengezogen haben, die Maschen, noch ein bisschen vernähen miteinander. Weil da ist ja nur ein Faden, der die ganzen Maschen hält. Und dann nähe ich das lieber noch mal einmal so rundherum fest. Nur zur Sicherheit. Schön ziehen und dann hoch, runter, alles rundherum. Und das Ganze noch mal fixiert. Dann wird bis zum Bund zusammengenäht. Aber ich muss jetzt echt hier erstmal mal machen. Das ärgert mich dann nämlich immer, wenn es dann aufsteht oder wenn man dann wirklich mal ein bisschen dran geht, dass eventuell dieser eine Faden reißen könnte und dann wird erst hier oben richtig gut vernäht. Und das ist so die Kopfform, die ich am liebsten habe, dass Mütznetz absteht. So. Und jetzt fangen wir an, runter zu nähen. Am besten auch feststecken, gerade da, wo die Streifen übereinander kommen. Es ist ganz wichtig, dass sie übereinander genäht werden. Mit einer Stecknadel festgesteckt. Ich bin geübter. Ich klemme das fest. So, der Stich 1/2 Zentimeter nach hinten und nach vorne einen ganzen Zentimeter. Ungefähr so. Festziehen, aber nicht zu dolle. Gerade Naht. Ganz knapp. Dann wieder 1/2 Zentimeter nach vorne und 1 Zentimeter, also 1/2 Zentimeter nach hinten und dann 1 Zentimeter nach vorne. Sieht man jetzt nicht so toll, weiß und weiß. Und immer gut festhalten. So, ein Stück zurück und ein größeres Stück nach vorne. Und dann wieder ein Stückchen zurück und ein größeres Stück nach vorne. Und so nähen wir zusammen bis... Ganz wichtig zur Knickreihe, da wo wir die eine Reihe rechte rein gestrickt haben, da müssen wir dann die Mütze drehen, sonst funktioniert das nicht, sonst hätte man bunt die Naht außen, das sieht ja schrecklich aus. Jetzt nehmen wir erstmal zusammen, ne, bis zur Knickreihe in den jeweiligen Farben, die du hast. So, bis zur Knickreihe habe ich jetzt zugenäht, da ein bisschen fixiert. Jetzt kommt es auf rechts. Und dann müssen wir da nochmal gut zunähen. Ganz, ganz wichtig, dass wir das auf rechts zunähen, weil das wird ja hochgeklappt und gibt es einen anständigen Bund. Ja? Und das machen wir jetzt da noch. Und den Restfaden nicht abschneiden. Ich zeige noch einen Trick, weil wir den fixieren in der Naht nochmal. So, und wenn es dann zugenäht ist, klappen wir es nach oben. Geht ja prima wegen der Reihe. Und dann nehmen wir einen Faden und nähen das so ein bisschen in der Naht fest, ne, die wir haben. Dann bleibt der Bund näher oben. So, und dann ist der Bund hinten ein bisschen fixiert, ne, ein bisschen festgenäht und die Mütze sitzt. Muss man bei der Babymütze natürlich nicht machen, weil sonst wird es zu dick und zu unförmig. An, wenn du möchtest, halt. Und da hast du eine Wolle, kann man in jeder Farbe machen. Die Wolle gibt es wirklich in jeder Farbe. Und dann zeige ich das auch noch. Dann kann man das mit Bommel tragen und ohne Bommel. Und das ist, was passiert, wenn man dann eine Reihe rechte Maschen dazwischen steckt. Es gibt so ein toller Klappbund und dann ist es gleich wärmer. So, wir sind auf der Vorderseite und stricken jetzt immer letzte Masche abheben, 3 cm etwa hoch, glatt
rechts. Das heißt, auf der Vorderseite rechte Maschen und auf der Rückseite linke Maschen. Vorne rechts, hinten linke Maschen. Letzte wieder abheben, ganz wichtig. Und wenn wir die 3 cm glatt rechts gestrickt haben, machen wir 3 cm ungefähr kraus rechts. Das bedeutet vorne rechte Maschen und hinten rechte Maschen. Dann gibt das so Wellen, damit wir ein Streifenmuster bekommen. So, ich bin jetzt auf meiner Höhe. Ihr seht gut die Streifen, ne, die wir eingestrickt haben. Das sind immer dreimal Wellen, drei Wellen, drei Wellen. Das komplett dreimal. Und jetzt habe ich eine einzelne Welle noch. Und bei mir ist jetzt die Höhe erreicht, die ich brauche. Du musst immer messen und anprobieren. Zuhalten die Mütze. Den Bund umknicken, dann einfach zuhalten die Mütze und mal anprobieren, ob du schon im Hinterkopf bist, dass das sozusagen schon geschlossen ist. Und jetzt müssen wir abnehmen, damit wir eine tolle Kopfform kriegen. Es ist egal, ob du hinten oder vorne bist, du musst nur in deinem Muster bleiben. Es ist auch egal, ob du jetzt bei den rechten Wellen bist oder bei glatt rechts, ganz egal. Du strickst immer 2 Maschen zusammen. Dazu gehen wir in beide hinein und stricken 2 zusammen. Und die letzte wird wieder abgehoben. Die letzte ist dann wahrscheinlich schon, also 2 Maschen, die man zusammen strickt, wenn das wirklich sein soll. Es kommt immer darauf an, wie viele Maschen du hattest, gerade oder ungerade. Wenn das so sein sollte, dann strick bitte die letzten beiden, also eine Strick und eine Hebe ab. Und dann wird nämlich in der nächsten Reihe gleich wieder zusammengestrickt, immer 2, bis du auf Maschen kommst, 12 bis 16. Weil man kann es ja ganz schlecht sagen, weil die Reihe muss ja dann zu Ende sein. Und so ungefähr 12 bis 16 Maschen bleiben übrig, wenn genug abgenommen ist. Wir machen das nämlich im Muster jetzt Reihe für Reihe, immer 2 zusammen, Vorderreihe und die Rückreihe. Und wenn dann auf der Nadel so 12 bis 16 Maschen sind, dann geht's weiter. So, ich hatte jetzt zum Schluss 20 Maschen noch übrig. Die habe ich noch mal zusammengestrickt und habe jetzt halt 10 übrig, ne? Das ist auch okay. Die sind jetzt hier oben auf der Rundstricknadel. So, jetzt schneide ich den Faden wirklich großzügig ab. Also bestimmt 50, 60 cm. Auf eine Nadel gefädelt, auf eine Nähnadel oder eine Sticknadel, was du da hast. Nur schön groß eigentlich. Faden rein. Und jetzt ziehen wir die restlichen Maschen auf den Faden einfach drauf. Einfach abheben. Weil wir nähen jetzt dazu gleich zusammen und ziehen zusammen, dass wir wirklich einen schönen passenden Hinterkopf haben. Faden schön durch. Das muss man dann auch noch ein bisschen fixieren. So, Nadel, Stricknadel weg. So, jetzt drehen wir die Mütze, dass wir die linke Seite da haben.
und fixieren es erstmal. Eine Seite und die andere Seite mit dem Stich zusammen und feste ziehen. So, dass das Loch sich oben gut schließt. Und das müssen wir jetzt da noch mit 5, 6, 7, 8 Stichen nochmal fixieren. Alles rundherum einstechen, so einen Zentimeter nach vorne und festziehen. Einmal so rundherum, dass wir die Maschen wirklich nochmal fixieren. Und dann nähen wir die Mütze zusammen, aber bitte nur bis zum Bündchen, da wo wir die eine Reihe zum Knicken gemacht haben. Das ist ganz wichtig, nicht komplett runter zunähen, sondern nur bis zu der sozusagen Knickreihe. So, wir können zum Zunehmen nähen, macht so die Naht so eng wie möglich, so klein wie möglich und zieht sie eher zusammen, als dass es so eine feste Naht macht. Ich hoffe, man sieht es. Einmal von der einen Seite rüber und dann von der hinteren Seite wieder nach vorne und dann zugenäht. Ganz kleine Abstände, damit das wirklich bombig zu ist. Soll ja nicht drücken. Sieht wirklich, soll wirklich sauber aussehen. Und das macht ihr bitte bis zur Naht, die man hier sieht, zu der einen Reihe. Und die müssen genau aufeinander liegen. Steckt euch mit Stecknadeln fest und näht es bis dahin zusammen. Weiter nicht. So, wenn wir jetzt bei der einen Reihe im Bund sind, dann drehen wir das Ganze rum und nähen es auf der vorderen Seite zusammen. Ganz wichtig, weil es ja ein Umschlag ist, sonst sieht es ja nicht ordentlich aus. Dann klappen wir ja nach oben, damit wir einen doppelten Bund haben, damit es richtig warm ist. Immer schön dran denken, zum Schluss ganz oft hin und her, 5-6 Mal, damit das auch hält. So, jetzt sind wir gleich vorne. Die Fäden, die dann noch vom Maschenfangen sind, die verwenden wir nicht. Und vernähen wir. Ich will das jetzt in Eimer zeigen, entweder die Kamera neu einstellen, machen und tun. Mir ist es jetzt wichtig, dass man sieht, warum, wieso. So mache ich meine Warnmützen. Es gibt da Beanies, wo ich dann keinen doppelten Bund mache. Aber die Warnmützen haben immer einen doppelten Bund. Bei der zum Beispiel. Die hat einen einfachen Bund. Sieht man. Und das ist aber eher so eine weite Beanie. So, jetzt bin ich unten festgenäht und jetzt klappe ich es um. Durch die Naht geht das prima, also durch die eine Reihe. So, und dann Tipp von mir, damit der Bund auch da bleibt, wo er sein soll, nähe ich den noch fest direkt in die Naht mit dem Faden, den ich jetzt sowieso hatte. So, dann hält das viel besser und dann nähe ich es nochmal innen fest. Und dann bleibt er, wo er soll. Dann werden die Fäden vernäht. Die kann man wirklich da prima vernähen, in der Naht noch. Und dann ist die Mütze mit dem doppelten Bund fertig.
So, wenn die Mütze dann fertig gestrickt ist, werden einfach oben die gehäkelten Bommeln eingebunden. Einfach mit dem Knoten reingebunden und dann kann man das wechseln. Dann kann man auch mal mitten drauf setzen oder als Eisbär, als Bärchen. Das ist alles. Man kann auch so die verwenden und dann wird einfach oben durchgezogen, wird sich ein bisschen Platz gemacht in den Maschen, das sind die Löcher groß genug und dann fädelt man das da durch und kann mit Bommel oder ohne Bommel die Mütze genießen. Die Bommel kann man auch bei mir käuflich erwerben, wenn du möchtest. Ich fertige die dann extra an in deiner Farbe, deiner Größe. Dann musst du mir einfach schreiben. Auf der Startseite bei Kontakt ist meine E-Mail-Adresse oder meistens auch in der Infobox. Da ist auch eine Bommel dann dran. So, und dazu kommt noch ein Näschen. Das ist ein abgerundetes Herzchen. Ich halte es mal hin, da kannst du auch einen Screenshot machen und kannst danach ausschneiden. Und dann kannst du Filz nehmen in Schwarz, in Braun, in Grau. Und wenn du hast, vielleicht einfach solche Stopper, die unter die Stühle kommen. Die kann man auch verwenden und zuschneiden und kann man dann schon aufkleben. Man kann sie mit der Hand annähen, bisschen aufkleben oder aber auch, es gibt auch diese Klettverschlüsse, so kleine, auch mit Filz teilweise, dann schneidet man es aus und kann mit dem Klett das dran machen oder halt annähen. Und dann ist die kleine Eisbärenmütze oder die große Eisbärenmütze auch fertig. Wie gesagt, man kann es auch mal mit einem Bommel tragen oder man macht sich noch mehrere dran, wie man das liebt. Das ist gar kein Hexenwerk, geht ganz, ganz einfach. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen, du hattest Spaß dran. Noch viel, viel mehr Mützen findest du in meinem Kanal. Ich habe eine coole Mütze für euch. Hier im Schwarz, meine neueste. Aber die zeige ich euch in hell, weil man Schwarz beim Stricken überhaupt nicht gut sieht. Bisschen Glitzer drinne. Mit einem tollen Kuschelbund, der ist doppelt wie so ein Stirnband, weil wie man die Maschenzahl ermittelt, zeige ich euch. Und die könnt ihr mit Bommel tragen. Die werden nur angeknotet. Immer eine neue Farbe, wie es gerade gefällt. Oder auch ohne. Meine Idee, die Bommeln in Felloptik mit einer ganz tollen Wolle gemacht. Hier sieht man es noch mal ein bisschen anders. Neue Modelle Beanie und Mütze. Und wie das ganz einfach geht in jeder Größe, das möchte ich dir euch ganz gerne zeigen mit Tipps und Tricks und einer Strickstift. Wie gesagt, mit einem tollen Muster. Lass dich mal überraschen, wie einfach und simpel das geht. So, was brauchen wir? Also, ich habe hier schon mal die Strickschrift hingelegt. Das erkläre ich natürlich dann auch alles. Und du musst jetzt erstmal deine richtige Maschenzahl herausfinden. Am einfachsten ist, wenn du deine Rundstricknadel nimmst. Ich habe jetzt unterschiedliche Wollen hier, weil ich würde gerne schwarze machen. Aber schwarz sieht man nicht, wenn man es zeigt. So, mein Patenkind möchte gern eine haben mit Lila, Blau und Rosa. Das habe ich hier schon mal zusammengelegt. Hier, Frau, für bräuchte ich eine 5 bis 6er Nadel, hier eine 7 bis 8er und da eine 5er. Aber da sieht man mal, das funktioniert alles. Du musst nur erstmal seine richtige Maschenzahl rausfinden. Dazu nimmst du deine Nadel. Auf der Banderole steht dann immer, wie groß eine Stricknadel sein soll. Die nimmst du plus eine Hilfsnadel. Weil die erste Maschenreihe muss lockerer sein, sonst spannt das so ein. So, ich habe hier einen Wohlkek. Das ist ganz toll. Und da muss man sich überlegen, kann ich mal innen oder außen an. Ich fange außen an, weil ich gerne das Pink als erstes haben möchte. So, um die richtige Wollstärke rauszufinden,
Guck, das ist richtig verfilzt hier so ein bisschen. So, mache ich das dann, wenn ich es nicht weiß, wie viel ich brauche. Ich fange 20 Maschen. 20 Maschen, stricke 2, 3 rein. Und dann nehme ich entweder ein Maßband oder einfach einen Faden. Und für den, die Mütze sein soll, der lege ich das erstmal rundherum um den Kopf. Unter den Ohren, über die Stirn, wie man das so macht. Ne? So, und dann kann ich an dem Faden oder dem Maßband dann ganz genau rausfinden, wie viele Maschen brauche ich. Dann sind es vielleicht 60, 65, 70. So. Bei diesem brauchen wir, bei dieser Mütze brauchen wir eine gerade Zahl. Das ist wichtig, sonst wird es zu kompliziert beim Einteilen des Musters und dann kommen wir durcheinander. Weil in der Mitte ist ein Zopf mit 12 Maschen, ganz wichtig. So, ich fange meine Maschen rechts, links. Da gibt es ein extra Video dazu. Das dauert ein bisschen, bis man das drin hat. Aber ihr seht es gleich, das sieht dann aus wie so kleine Pärchen. Es hält besser. Es ist wirklich viel schöner. Und es putzt die ganze Mütze. So, sieht man? Wie so kleine Pärchen. So, bei meiner Mütze für mein Patenkind, die sich das gewünscht hat, ich mache jetzt gleich zwei, dann darfst du sich eine raussuchen, brauche ich 70 Maschen. 70 Maschen. Dann habe ich auf der einen Seite 29 Maschen, die immer rechts gestrickt werden, hinten und vorne. In der Mitte einen 12-maschigen Zopf, der vorne rechts gestrickt wird, hinten links. Zeige ich aber alles. Und dann habe ich wieder 29 Maschen. Die gleiche Mütze stricke ich für mich in einer dünneren Wolle. Und da habe ich dann zum Beispiel 80 Maschen. Muss man ausprobieren, soll ja in jeder Größe passen. So, jetzt fange ich erstmal die Maschen. Dann wird die Hilfsnadel rausgezogen. Hast du keine Hilfsnadel, kann man mal einen Schaschlikspieß nehmen. Nur mal zur Anmerkung, auch wenn ich so viel mache, ich werde nicht gesponsert mit Strickwolle von Budinette oder so irgendwie was. Ich habe jetzt einfach mal fotografiert, die Banderolen, die ich habe, weil ganz oft kommen die Anfragen, oh, du hast so tolle Wolle, wie heißt denn die, wo kriege ich die denn? Und so könnt ihr mal nach der Banderole gucken und könnt es euch auch kaufen, wie ich die auch kaufe. Sicher wäre es ganz schön, wenn ich von Budinette oder sonst nur wirklich mein Wollpaket kriegen würde. Würde mich riesig freuen, aber ich gebe da hunderte von Euro im Jahr aus und ich kaufe meine Wolle selber. Ne, nur mal so gesagt. Und den Woolcake, das war vom Teddy. Aber leider hat der bei uns zugemacht. Und jetzt müsste ich 30 Kilometer fahren, um in den nächsten zu kommen. Und das ist mir einfach zu weit, gerade bei den Spritpreisen. Nur mal als Erklärung, ne, damit ihr wisst. Aber wenn schon... Und wie gesagt, dann wisst ihr auch, welche Wolle und wenn es euch toll gefällt, dann haben wir das gleich mal abgeklärt, ihr Lieben. So, dann kommt die Hilfsnadel raus. Und der Vorteil ist wirklich, dass das eine lockere Reihe ist. Sonst, wenn man Maschen fängt, das ist so feste. Und gerade bei einer Mütze oder einem Schal oder einer Strickjacke oder sonst irgendwie was, wo ein Bündchen dran ist, dann spannt das total. Am schlimmsten ist es ja eigentlich bei Socken. Wenn man Socken strickt, Strümpfe strickt, dann spannt das. Und dann kriegt man wirklich einen Abdruck am Bein, der wehtut. So, und das verhindert das. Wir stricken die erste Reihe. Zwei rechts. Zwei links im Wechsel. Wer nicht stricken kann, ich habe wirklich eine ganz tolle, einfache Strickschule drin. Und dann kann man das lernen und dann nach und nach immer größere Sachen machen. Hier brauchen wir wirklich nur rechte und linke Maschen. Viele rechte, wenige linke. Linke ist ein bisschen schwieriger. Viele stricken am liebsten nur rechts. Aber wir brauchen fürs Bündchen linke und für die 12 Maschen des Zopfes und keine Angst vorm Zopf. Das ist so easy, macht so einen Spaß und sieht so toll aus.
Das geht ganz, ganz einfach. Und dann sind ja auch nur auf der Rückseite 12 linke Maschen. Vorne gibt es dann immer rechte, sobald wir das Muster angefangen haben. So, und jetzt müssen wir 5 cm oder noch länger. Du musst mal gucken, wie breit dein Bündchen werden soll von der Mütze, damit das schön warm ist. Rechte, linke Maschen im Wechsel stricken, das gibt so ein Rippmuster. Einmal 2 rechte, 2 linke, 2 rechte, 2 linke. Und das, wir nehmen um so 5 cm. Gut, für eine Kindermütze kann das auch ein bisschen weniger sein. 3 cm, 4 cm. Musst du mal gucken, wie es dir am besten gefällt. Das ist egal. Also das kannst du dann variieren, wie du möchtest. Und ganz, 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 ganz wichtig. Die letzte Masche wird hierbei nicht gestrickt. Bei keiner Reihe. Weil dann würde der Rand einfach zu weit werden. Die letzte Masche wird immer nur abgehoben. Ganz wichtig, wenn man jetzt eine Strickjacke strickt beim Bündchen. Extremst wichtig bei einem Schal, sonst wird der so umfüllig und zieht sich so auseinander und gibt Wellen auf der Seite, es würde schlimm aussehen. Also wird die letzte Masche grundsätzlich beim Stricken nicht gestrickt in den Reihen. Ich mache die letzte Masche, manche machen noch die erste, aber ich mache immer die letzte Masche. Finde ich einfacher, schneller und es verändert nicht. Deswegen rede ich jetzt so ein bisschen, weil wir gleich an die letzte kommen. Ich muss ja zeigen, wie es geht. So, wir haben die vorletzte, bei mir ist es eine rechte. Stricken die und dann legen wir einfach den Faden vor die Nadel und heben die letzte ab. Das ist alles. So, auf der Rückseite sind die rechten linke Maschen und die linken rechte Maschen. Und dann muss man gucken, die linken Maschen sind eher so kleine Perlchen und die rechten Maschen sind wie so ein kleines V oder Netzoptik. So, und dann muss man in den Maschen dann wieder anfangen. Und dann wird hochgestrickt im Rippmuster. Pass auf, dass du in deinen Maschen bleibst, sonst kriegst du ein Perl- oder Kästchenmuster. Ja? Es gibt so kleine Streifen, sieht man das? Ja, ne? Bei der hellen Wolle sieht man es gut. 5 cm. Und dann ist ganz, ganz wichtig, auf der Rückseite stricken wir dann eine einzige Reihe rechte Maschen durch. Und dann zeige ich auch, warum. Nach den 5 cm oder nach deiner Höhe, die du gern möchtest, auf der Rückseite eine Reihe rechte Maschen. So, die eine Reihe rechte Maschen habe ich jetzt gestrickt auf der Rückseite und jetzt machen wir wieder im Muster das gleiche. Bei mir fängt es jetzt gerade mit links an, also 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts und dann auf die Höhe von dem Bund, den wir schon mal gestrickt haben und dann guckt ihr mal, was passiert. So, habt ihr schon gemerkt, was passiert durch die eine Reihe mit den rechten Maschen? Es knickt sich wie eine Falte und es bleibt dann auch so. Und das ist der Effekt, den man hat, wie ein Stirnband oder ein Schalkragen, habe ich euch schon gezeigt, wie die gehen. Und dann ist es doppelt schön kuschelig und es bleibt dort da, wo es sein soll. Und jetzt wechsle ich auf die nächste Farbe. Bei dem Wool-Cake weiß man immer nicht, wie weit man ist. Ich schneide mir das jetzt ab und wicke mir eine Ecke ab von der Wolle, wie ich sie haben möchte. Und ansonsten nimmst du jetzt deine Wolle, die dir gefällt, oder bleibst halt einfarbig. So, wie geht es jetzt weiter nach dem Bund? Ganz einfach auf der Vorderseite immer rechte Maschen. Wir sind jetzt vorne. Die nächste Farbe habe ich erstmal angeknotet. Das vernähe ich dann anständig, wenn es fertig ist, und mache auch den Knoten wieder auf. Aber so geht es am einfachsten. So, jetzt eine Reihe, also Vorderreihe immer rechte Maschen.
Rückreihe grundsätzlich die mittleren 12 in linken Maschen, alle anderen auch rechts. Und dann entsteht auf der Vorderseite neben dem Zopf solche kleine Wellen. Da müssen sich 4 Wellen, also müssen dann 4 Wellen hochgestrickt werden. Das zeige ich natürlich dann auch noch ausführlich. 4 Wellen müssen hochgestrickt werden und dann verkreuzt man das erstmal total einfach, ganz easy. Bloß nicht biegen lassen. Das ist sowas von einfach. Und natürlich immer die letzte abgehoben. Wie gesagt, Vorderseite rechte Maschen, Rückseite die mittleren 12 linke Maschen, damit das vorne der Zopfteil ganz glatt wird. Rechts und links wird es dann kraus rechts, so richtig wellenmäßig. Und das gibt ein ganz tolles, einfaches Muster. Und der Bund knickt sich schön in der Mitte durch den kleinen Trick mit der einen Reihe. Und dann hat man wirklich eine tolle Mütze mit einem super schönen Muster für Männlein und Weiblein, für Kind und Erwachsene. So, letzte abgehoben. Und dann, wie gesagt, bitte die mittleren 12 Maschen werden in links gestrickt, aber jetzt erstmal rechte. Hier sieht man dann schon so eine Welle. Wir sind immer noch auf der Rückseite. Und jetzt kommen die mittleren 12 in links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es bleibt immer bei 12 Stück in der Mitte. Da wird gar nichts verändert und es wird auch im Moment weder zu noch abgenommen. Wir stricken einfach gerade hoch und heben die letzte ab. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Und dann brauchen wir nur noch auf der Vorderseite die Wellen zählen. Das ist für mich ist für jeden am einfachsten, nicht die Reihen, sondern die Wellen. Und eine Welle bedeutet 2 Reihen. Und dann geht das viel einfacher zählen als sonst irgendwas. So, jetzt drehe ich nochmal rum. Und dann sieht man hier die erste Welle. Was? Das sage ich Welle dazu. Hast ja genau. Und da brauchen wir jetzt da 4 Stück. Und dann sind wir auf der Vorderseite. Und dann geht es weiter. In der Mitte sieht man genau, da ist die Welle unterbrochen. Das sind dann auf der Rückseite die linken Maschen. Und das brauchen wir dann. Hier sieht man dann, oder auch nicht, die ganzen Wellen und mittendrin das Glattteil. So, wir sind auf der Vorderseite. Guck mal, da ist 1, 2, 3, 4 Wellen. Dann passt's. Dann verkreuzen wir das erste Mal. Ganz wichtig, wir brauchen jetzt eine Hilfsnadel oder einen Schaschlikspieß. Und dann machen wir die Hälfte der Maschen von dem glatten auf die Hilfsnadel. 3, 4, 5, 6. Mehr ist es gar nicht. Und da steche ich dann so ein, damit mir das nicht runterrutscht. So, und dann stricke ich die nächsten 6 einfach rechts ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist immer vorne. So, jetzt lege ich den Faden nach vorne und ziehe da ein bisschen raus. Jetzt nehme ich mir die Nadel, nicht verdrehen, schön gerade lassen und stricke dann die 6 ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auf die Seite. Ich habe es einmal verkreuzt. Jetzt stricke ich in meinem Muster wieder weiter. Immer rechte vorne und hinten nur die mittleren 12 links.
So, und dann sieht man, hier vorne ist verkreuzt. Jetzt brauchen wir einen Zwischenteil. Hier haben wir 4 Wellen. Wir brauchen jetzt 8 Wellen, bis wir das nächste Mal verkreuzen. 8 Wellen und dann wird vorne auf die gleiche Art wieder verkreuzt. So, ich habe jetzt schon zweimal verkreuzt, auch nochmal die Farbe gewechselt. Wenn es halt mit dem Woolcake nicht passt, dann wickele ich immer ein Stückchen ab und das, was ich dann abwickle, ist dann die nächste Mütze oder der passende Schal. Zweimal verkreuzt, wie ich das gezeigt habe, und dann strickt ihr bitte auf die Höhe hoch, die ihr braucht. Ne? Und umgeknickt, da wo die Falte ist, zusammengelegt und dann mal anprobiert, ob sich das oben am Oberkopf gut schließt, plus 4-5 Reihen auf jeden Fall. Und das ist dann das Wichtigste. Und hier waren es halt die 4 Wellen beim ersten Mal verkreuzen und dann 8 Wellen. Dann wird wieder verkreuzt. Dann wieder 8 Wellen und verkreuzen. Geguckt, wie lang und hoch möchte ich meine Mütze haben. Und meine Beanie ist ja sowieso wesentlich länger. Das musst du dann nach deinem Geschmack stricken. So, bei mir ist jetzt schon zu Ende von der Höhe her. Es gibt diesmal eine Kindermütze. Und wenn es bei dir zu Ende ist, wo der Zopf auch verkreuzt werden muss, dann geht es so. Und ansonsten, also beenden wir so. Wir stricken immer 2 Maschen im Muster zusammen. Und das machen wir 3 Reihen lang. Immer 2 Maschen zusammenstricken im Muster, das ist ganz wichtig. Und das 3 Reihen lang. Und jetzt, wenn es auch zum Schluss dann 2 Maschen sind, müssen die auch zusammengestrickt werden, auch die letzte dann. Ansonsten, wenn eine Masche übrig bleibt, kommt nochmal drauf an, wie viele Maschen du hattest, dann heben wir die wieder ab. Und das machen wir jetzt 3 Reihen lang, immer 2 Maschen zusammen. Bei mir ist es halt jetzt noch diese Sonderreihe, weil ich muss jetzt erst nochmal den Zopf verkreuzen, weil es halt meine erste Reihe ist vom Abnehmen, weil ich wirklich die Höhe erreicht habe. Manchmal ist es dann noch schöner, wenn es passt, dass man nicht gerade, wenn der Zopf verkreuzt wird, es macht, sondern 4-5 Reihen später. Aber wie gesagt, bei mir wird es einfach zu lange, das sieht dann nicht so schön aus und funktioniert dann auch so. So, wie gesagt, ich nehme jetzt ab, immer 2 Maschen zusammen. Hier passt es nicht, dann nehme ich, stricke ich die letzte von den Formzopf. So, und jetzt nehme ich wieder die 6 Maschen auf die Hilfsnadel. 2, 3, 4, 5, 6. Leg's vorne hin. Strick die ab. Und dann in der zweiten Reihe vom Abnehmen, weil wir das ja 3 Reihen lang machen müssen, dann stricke ich auch immer 2 Maschen zusammen. Auf der Rückseite halt das erste Mal dann. Und dann sieht das ganz, ganz ordentlich aus. Man könnte jetzt auch bei dem Zopf, wenn er jetzt gerade verkreuzt werden müsste, immer 2 zusammen stricken. Es sieht aber nicht so schön aus. Du kannst es ja mal ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. Mir gefällt es so besser. Und jetzt geht es hier wieder weiter mit 2 Maschen immer zusammen. Und das, wie gesagt, 3 Reihen lang. Das gibt dann ein ganz, ganz toller Oberkopf. Das wird nicht zu spitz. Das hat eine schöne Rundung. So, und jetzt brauchen wir nochmal jede Menge Wolle. Bestimmt so 50, 60 cm. Abschneiden, weil wir ziehen das jetzt ganz ordentlich zusammen.
auf eine Nähnadel oder Stecknadel, egal was man hat, aufgezogen und dann kommen als erstes die Maschen von der Nadel. Einfach draufziehen, abheben mit der Nadel von der Stricknadel. Das ist wirklich die einfachste Art und die schönste Form, eine Mütze zu machen. Nochmal als Tipp, also wenn du jetzt eine ganz, ganz dünne Wolle hast und brauchtest über 100 Maschen, dann empfiehlt sich bei einer erwachsenen Mütze vielleicht sogar nochmal eine dritte, eine vierte Reihe abzunehmen, immer zwei zusammen. Es ist immer ganz so gut, wenn die Maschen, die dann auch auf dem Strickstock sind, so zwischen, sagen wir mal, 10 bis 16 sind. Ne? Auch 20 geht bei einer dünnen Wolle. So, und dann ziehen wir es richtig fest und nähen das erstmal zusammen. Wir müssen da oben die Maschen noch ein bisschen fixieren miteinander, aber erstmal so zusammennähen. Dann immer gucken, wenn man verschiedene Farben hat, dass die genau übereinander liegen, dann beim Zusammennehmen am besten mit Stecknadeln zusammengesteckt. Aber hier oben auch nochmal so ein bisschen rein, ne? Den Mittelpunkt zusammengenäht, das ist wichtig. Als hin und her. Die Fäden werden dann noch vernäht, aber es gibt auch noch einen Trick hierbei. Weil wir sind jetzt auf der linken Seite natürlich, ne? Zopf oder sonstiges Muster ist in. Jetzt nehmen wir das erst fest und dann nähen wir die Mütze zusammen. So, wir legen es genau aufeinander, dass die Streifen, falls du die auch hast, aufeinander passen. Wie gesagt, auch kannst auch schön zusammenstecken und dann wird zusammengenäht. So flach und wie soll ich denn sagen, so schmal wie möglich, sonst tut die Naht weh. So, ich steche jetzt von hinten ein, nach vorne und ziehe mir das leicht fest. Nicht zu fest, sonst gibt es Wellen. So, und dann nähe ich das zusammen. Du kannst auch einen anderen Stich nehmen, der dir am besten gefällt beim Zusammennähen. Und dann bitte, bitte nur zusammennähen bis zur Knickfalte. Da, wo wir die eine Reihe dazwischen rechte Maschen gestrickt haben, bitte nur dahin, bis dahin zusammennähen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage auch dann auch weshalb. Nochmal ein Tipp von mir, wenn du Streifenmuster hast, empfiehlt es sich auch, die einzelnen Streifen ungefähr mit der passenden Wolle zusammenzunähen. Hier wäre jetzt der Faden bei der nächsten ein bisschen sehr dunkel, das sieht man dann doch ein bisschen. Also nehme ich die weitere Farbe, ist der Orange-Pink unten her und dann habe ich hier die Pinke, die nehme ich jetzt weiterhin zum Zusammennähen. Wenn es dich nicht stört, dann kannst du das auch mit der dunkleren machen. Guck dir es am besten mal auf der Innenseite dann an, ob es gefällt. Und so, nur mal als Tipp. Zweite Art. Und die zweite Art, eine Mütze zusammenzunähen. Der Faden kommt raus, du gehst einen halben Zentimeter nach hinten, stichst ein und kommst vorne einen halben Zentimeter weiter vorne heraus. Durchziehen. So, du hast den Faden draußen, du gehst einen halben Zentimeter nach hinten und einen ganzen Zentimeter nach vorne, so kann man es auch sagen, dass der Faden in der Mitte ist. Auch eine schöne Art zu vernähen, vor allen Dingen muss man das dann machen, wenn man den Bund zusammennäht. Man kann auch mittendrin wechseln in der Art, den Oberkopf erstmal so zusammen und dann in dieser Art weiter. Die Fäden werden dann noch vernäht, die ich hier habe. Und dann wirklich nur zusammennähen bis zu der einen Reihe, wo wir die Falte, den Knick haben. Ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt sind wir genau bei dem Knick. Und dann aufpassen.
so zwei, dreimal jetzt drüber hin. Das heißt, hinten eingestochen, vorne rauskommen. Dass wir es wirklich richtig fixieren. Festziehen. Ganz wichtig, jetzt drehen wir es auf rechts. Und nähen jetzt, den Faden nehmen wir mit, und nähen jetzt den Bund weiterhin zu, aber auf rechts. Sonst sieht das nach gar nichts aus. Schön eng, kleine Naht, schmale Naht bis vorne hin. Dann muss es wieder fixiert werden mit 4-5 Stichen, dass es auch auf jeden Fall zu bleibt. Und dann kommt noch so ein kleiner Tipp, Trick, weil der Bund soll ja oben bleiben. Durch die Falte geht er super, aber manchmal, wenn es so richtig schön gezogen ist oder ja, wenn die Kinder spielen und Kram, dann empfiehlt sich das, was ich jetzt mal mache. Oder grundsätzlich schon mache. Ich habe ja schon hunderte von Mützen gestrickt. Also das ist Wahnsinn. Ich stricke aber Mützen auch sehr gerne. Und jetzt da mal eine richtig farbenfrohe für mein Patenkind. So, fixieren. Oh, ich glaube, das Video wird schon wieder so lang. Da gibt es dann auch manchmal Kritik. Aber ich denke, nochmal, entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. So, und jetzt knicken wir den Bund um. Ne, durch die Falte geht es ja super. Und dann gucken wir. Schön ausstreichen. So, und den Faden, den wir jetzt da noch haben, die müssen noch vernäht werden, ist klar. Dann nähe ich den Bund in der Naht nochmal fest. Dann bleibt der, wo er ist, sieht gut aus. So, und dann ziehe ich das Ganze, den Faden nach innen, schneide den innen ab. Und vernähe die Fäden. Und dann ist die Grundform fertig. Man kann auch nochmal beim Zopf hier fixieren mit ein paar Stichen, wenn man möchte. Und dann hat man da wirklich eine tolle Mütze mit einem tollen Muster. Und dann, wenn du möchtest, jetzt noch die passende Bommel-Pompon dazu. Einfach gemacht, simpel gemacht, in Felloptik. Und kein Tier muss leiden. Es gibt ja jetzt so tolle Wollen, so tolle Garne in Felloptik. Und so wie ich die häkel, geht wirklich einfach. Häkeln kann man auch ganz schnell lernen, mit meiner Häkelschule zum Beispiel. Und dann hast du eine Auswahl und die sehen so toll aus. Und wenn das nicht klappt, du kannst es auch gerne bei mir käuflich erwerben. Die Mützen kannst du bei mir bestellen und auch die Pompons. So, und dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Findest die Mütze toll. Schreib mir doch einfach mal dazu. Es würde mich interessieren. Wie gesagt, die Bommeln finden zum Extra-Tutorial. Oder du kannst sie auch bei mir kaufen. Dann einfach mal schreiben. Meine E-Mail-Adresse steht meistens in der Infobox oder auf der Startseite. Wie gesagt, noch viel, viel mehr findest du bei mir. Am besten in den Playlists. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal eure, deine Kerstin. Tschüss. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Anhänger-Bommel-Wölkchen-Stube zum Häkeln. Nicht erschrecken, ich habe auch eine Häkelschule drin und da kann man das ganz, ganz schnell lernen. Hier brauchen wir nur feste Maschen und Luftmaschen dazu, das ist wirklich einfach. Und die Grundform, die man hier sieht, das ist das ein einfacher Wolle. Damit zeige ich es, damit man es gut sieht. Sieht komplizierter aus, als es ist. Es ist wirklich einfach. Und dann kann man es anbinden, einhängen, an der Handtasche, Mütze, Schal, Poncho und. Ich mache dann auch noch eine Mütze wie so ein kleiner Eisbär. Und das ist meine Idee. Fell, Imitat,
Kugeln bommeln, selber machen, damit kein Tier leiden muss, was mir extremst wichtig ist. Bitte beachtet, dass ihr eine Häkelnadel nehmt, die mindestens eine Nummer 5 ist, 6, 7, 8, mindestens 5 und dann geht es am allerbesten. Und das ist wirklich einfach. Wie gesagt, meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch. Und dann legen wir mal los. So, was brauchen wir? Wir brauchen erst eine Grundwolle. Wir können nicht alles mit der Fellwolle machen. Ich habe hier verschiedene. Das ist eine ganz dicke. Die ist wirklich toll. Es gibt auch diese in dünner. Das kommt darauf an, wie groß deine Bommel oder dein Anhänger werden soll. Wenn du nur die kriegst, kannst du es auch doppelt häkeln. Einfach den Faden doppelt genommen und gehäkelt. Kein Problem. Das ist jetzt schon mal so eine Fellbommel, aber wir brauchen eine Grundform. So sozusagen eine Platte, wo wir es drauf machen können. Dazu nehmen wir erstmal den Faden ungefähr 50 cm doppelt, nehmen eine Schlaufe und häkeln in die Schlaufe einmal hinein. Und dann machen wir uns Luftmaschen die ganzen Zentimeter entlang, die wir jetzt doppelt genommen haben, aus dem einfachen Grund, wir wollen sie irgendwo einbringen. Anhängen, einknoten, aufknoten und dann haben wir schon mal sozusagen die Befestigung und das doppelt. So, und das machen wir wirklich, bis der Faden aufgebraucht ist, der doppelte. So, ist er. Jetzt machen wir nochmal zusätzlich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und dann gehen wir die 4 zurück und machen da hinein eine Öse oder eine Kettmasche, wie ich gelernt habe. Bei uns ist das eine Öse in der Röhren und gut. So, in diese kleine Öse dann hinein, die sich bildet in den Kreis, machen wir 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und verschließen es. In die erste feste Masche holen wir uns eine Öse raus, eine Schlaufe und ziehen die durch die hintere. Dann haben wir den ersten kleinen Kreis. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen und jetzt machen wir in jede feste Masche 2 feste Maschen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist jetzt die Grundform von dem tragenden Gestell, will ich mal sagen. Weil das geht nicht mit der Fellwolle, das sieht man überhaupt nicht. So, und dann schließen wir den wieder. Wenn die Bommel noch viel größer werden soll, dann mach bitte noch eine Reihe dazu. Und zwar Anfang 2 Luftmaschen, dann eine feste, 2 feste, eine feste, 2 feste, eine feste in jeweils eine Masche. Ne? Wir nehmen dann gerade zu. So, wenn du dann soweit bist mit deiner letzten Reihe, dann zieh bitte mal deine Wolle mit einer Öse wieder länger durch, auch so wieder 50 cm. Und damit häkeln wir jetzt das zweite Band. Und das ist die Trägerplatte. Jetzt würden wir auf die Fellwolle wechseln. Aber
Nachteil, beim Häkeln würdet ihr überhaupt nichts sehen. Gar nichts. Deswegen mache ich das jetzt weiter mit der normalen Häkelwolle. Oder dir gefällt das in der Häkelwolle und du nimmst gar keine Fellwolle. So, wie gesagt, wir wären jetzt gewechselt auf die Fellwolle oder du bleibst hierbei. So, und jetzt musst du Luftmaschen machen. Kommt drauf an, wie groß deine Bommel, dein Anhänger werden soll. Ich fahre immer ganz gut mit 10 Stück. Jetzt habe ich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann mache ich rundherum in die nächste eine feste Masche. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mache eine feste Masche. Immer, also keine Masche freilassen, sondern immer dazwischen 10 feste Maschen. 8, 9, 10. Und eine feste. Rundherum. Das sieht dann aus wie eine Blüte. In jede feste Masche eine feste Masche und dazwischen immer 10 Luftmaschen. Machst du längere Luftmaschen, 15, 16, 17, wird das größer. Kannst du selber variieren. Kann man riesengroß machen. Muss man sich nur viel Arbeit machen. Sieht aber toll, toll aus. Nochmal ein Tipp, schaut mal, hier ist das Band auf der Seite, hier ist es mittendrin. Es ist schöner, wenn die beide gegenüberliegend sind. Und wenn du bei den Luftmaschen bist, dann nimm doch einfach das Band ein bisschen rüber auf der Rückseite. Geh in die feste Masche hinein, wo die 10 Luftmaschen sein sollten und nochmal durch das Band hindurch und fixierst dir so. Kann man auch dann zum Schluss nochmal annähen. Mit dem Faden und dann ist man schön rechts und links und kann das dann so schön anhängen, anbinden. Na, noch so ein Tipp nebenbei. So, jetzt aber einmal drumherum. Die letzten 10 Luftmaschen kommen auch in die erste Masche wieder. Rundherum. So, geht weiter mit 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt müssen wir innen die feste Masche setzen. Man sieht ja hier die kleinen Löcher. Ne? Man muss jetzt rundherum gehen, in das Loch hinein. Und Loch raus und feste Masche. Wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ins Loch hinein und da wieder raus. Und da gehen wir rundherum. Als rundherum, rundherum, bis wir in der Mitte sind. Je mehr du machst, desto buschiger wird das. So, bei der Fellwolle sieht man das natürlich nicht so gut. Dann ist es egal. Geht einfach hinein und wieder raus und setzt so viele Schlaufen in Luftmaschen, bis es eine tolle Kugel wird, bis ihr innen drin seid. Richtig buschig, richtig viel und als rundherum, bis ihr am Mittelpunkt seid. Wenn man mal das Loch nicht erwischt, dann nimmt man halt ein anderes. Je mehr man macht, desto buschiger wird es. Dann müssen die noch ausgezogen werden, richtig? Die einzelnen Schlaufen, Bögen. Und dann hat man so eine tolle Kugel. Unter anderem in hell, das zeige ich alles noch. So, das Grundmodell, durch die letzte Schlaufe
Masche, Faden abschneiden, durchziehen, festziehen und dann unten vernähen. Und dann ist das Grundmodell auch fertig. So, und dann habe ich mal vorgearbeitet. Und da seht ihr den ganzen Bommelnanhänger, die Wölkchen. Auch mit zwei Farben. Da häkle ich erst einen Rand und dann knote ich die Wolle dran, weil die ist sehr schlecht zum Vernähen, und mache dann den Innenbereich. Und dann auch die letzten Faden abgeschnitten, durch die letzte Masche gezogen, dann hier mit der Häkelnadel hier unten reingezogen und verknotet mit dem Anfang, den ich hier hatte. Das ist alles. Ich verknote es dann 5, 6, 7 Mal und dann ist es feste. So, und dann hoffe ich wirklich sehr, es hat gefallen. Du konntest das gut umsetzen mit meinen Ideen, mit dem Bommeln hin oder Bommeln weg, wie man das gerade möchte, in Felloptik, mit den Mustern, mit der Größe. Und dann genieß deine Zeit. Wie gesagt, viel, viel mehr findet man von mir am einfachsten über die Playlists. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal. Eure, deine Kerstin.